Oh, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Oh, du lieber Augustin, alles ist hin. Herrlich. Ja, wenn ich übermäßig mediale Inputs konsumiere, geht's mir wie? Da geht's mir wie einem aufgescheuchten Huhn. Ich kann nur mehr schwer beten, so wie die Jünger am Boot während dem Sturm. Und wir erinnern uns, die Jünger waren aufgescheucht wie Hühner. Jesus hat geschlafen. Das spricht Bände. Was und wem glaube ich? Auf wen oder was schaue ich? Wie häufig beschäftige ich mich mit Dingen, die mich beunruhigen? Und wie prägt es mein Menschenbild? Weil es macht etwas mit mir, nicht? Wenn ich negative Inputs mir durch die Medien hole, egal welche, ob es jetzt der Coronavirus ist, ob es jetzt die Krise der Kirche ist, was sagt der Papst, wer wird gewählt, wer ist der neue Vorsitzende von Triebstrü und was weiß ich was alles. Ja. Wenn ich mich über das alles sorge, dort überall Energie investiere, dann fehlt mir die, ja. Es kann mir keiner erzählen, dass einem das dann nicht fehlt. In der Willenskraft und die Zeit fehlt einem dann auch, die wir eigentlich Gott widmen sollten, damit wir auch erfüllt werden von der Liebe Gottes, die wir dann weitergeben können. Ja. Fehlt es uns oft nicht wirklich an Strahlkraft, uns Christen in Europa, sollten wir uns fragen. Ja. Wenn es dem Christentum schlecht geht, was habe ich selbst damit zu tun? Nicht? Fehlt es mir an Strahlkraft? Bin ich eigentlich unterm Strich in meinem Handeln und in meinem Denken wirklich so anders wie andere, die Gott noch gar nicht kennen? Das sollte uns wirklich einen zerknirschten Geist, so wie uns das der Psalm erklärt, bringen. Ja. Also wem schenke ich, wie oft und wie lange Gehör? Welche Inputs bringen mich eher zu Gott? Welche entfernen mich eher? Wenn wir sagen, dass Gott uns so wichtig ist, wieso verbringen wir dann so viel Zeit mit den Medien und so wenig Zeit mit Gott? Unterm Strich ist es wirklich so, dass wir dem mehr glauben, dem wir mehr Gehör schenken. Fides ex auditu. Ja. Wenn wir jenen zuhören, die uns von Gott erzählen, dann wird uns das zu Gott bringen. Wenn wir jenen zuhören, die uns permanent über die Schlechtigkeit der Menschen, noch dazu über die Schlechtigkeit der Kirche berichten, ja, wie wird es uns beeinflussen? Na sicher beeinflusst es uns. Ja. Und das ist auch unsere Verantwortung, hier konsequent einen Rückzug zu starten, um dem Positiven, um Gott selbst den Platz zu geben, den Raum zu geben. Ja, der Glaube hat ein Milieu und er braucht ein Milieu. Es hat auch was mit Zeit zu tun. Lernen wir auch von den Klöstern, weil die haben nämlich eine Klausur. Und die Klausur ist was Wunderbares. Es ist der Ort, wo die Welt nicht durchdringen kann. Das sollte unser Herz sein. Unser Herz sollte einen Raum haben, wo nur Platz ist für Jesus und dich. Ja. Das ist eben ein Ort, wo wir mit Ablenkungen, Angstmache, mit Panikmache, mit Sorgen, mit Nöten ganz anders umgehen lernen, weil wir alles von und mit Jesus lernen. Der Glaube darf weltliches Relativieren lernen, ja, und alle Akte in eine göttliche Relation setzen. Lernen wir im Herzen Jesu zu leben, weil es ist wie ein Bunker und es lernt uns den Willen Gottes zu lieben, egal was ist, egal was kommt. Also daher ist es wirklich, noch einmal, ganz wichtig, die Inputs konsequent zu wählen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mit einem Krimi, mit einem Thriller, mit Nachrichten, ist eh bald das Gleiche, schlafen gehe, oder mit einem Buch, das meine Seele zu Gott erhebt. Ja. Es ist wirklich eine wunderbare Entscheidung, hier neue Gewohnheiten einzuüben. Das ist auch wichtig und die Fastenzeit ist ein optimaler Moment dafür, ja, umzukehren, umzudenken und auch alles daran zu setzen, Kräfte dorthin zu leiten, wo es was bringt, und nicht sie vergeuden lassen mit Nachrichten, die uns komplett verwirren und uns durch die Gegend scheuchen wie aufgescheuchte Hühner. Weil das gibt Gott die Ehre und dort liegt der Weg, wo auch
wo uns auch die Gnaden zuteil werden. Die Gnade baut auf der Natur auf. Seien wir eine gute Natur, ein guter Boden und kein Betoner, sondern ein fruchtbarer Boden. Ja. Und somit schaffen wir auch alles, was wir schaffen müssen. Mit Gottes Hilfe, in seinem Willen lebend. Sei gesegnet.